Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einer neuen Runde von Marvel Strike Force. Die letzte Folge war ja vorproduziert, wird euch wahrscheinlich auch aufgefallen sein. Das hier nehme ich jetzt quasi am Wochenende auf, am Freitag, denn ich komme am Wochenende wieder mal nicht dazu aufzunehmen, deswegen mache ich das jetzt schon mal. Es steht nämlich ein neues Update ins Haus. Ich weiß noch nicht genau, wann es kommt. Vielleicht überschneidet sich diese Folge jetzt auch. Geplant ist auf jeden Fall, dass sie am Montag rauskommt. Und wir gehen mal in die Mailbox hier rein, in die gelesenen. Denn wir haben, ich glaube, das war's, ne? Zum Preis von 1. Genau, die Fantastischen 4. Und zwar geht es erstmal um das Ding. Hoppla, so weit nach unten wollte ich noch gar nicht. So. Das Ding ist das erste Mitglied der Fantastic Four. Okay, Fantastic Four sind jetzt nicht meine absoluten Lieblingshelden, aber sie sind natürlich längst überfällig in diesem Spiel. Das erste Mitglied der Fantastic Four, das zu dir unterwegs ist, nutze diese Gelegenheit, um den prügelnden Nahkämpfer der Fantastic Four in der Eventkampagne 2 zum Preis von einem zu rekrutieren. Das ist schon mal ziemlich geil, wir werden also wieder so eine Eventkampagne wie mit Rhino wahrscheinlich bekommen, wo wir Splitter farmen können für ihn. Und ja, das ist schon mal auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Rekrutiere das Ding, um seine mächtigen Fähigkeiten einsetzen zu können. Nahkämpfer der Fantastic Four, der vielseitigen Kraftpakete, so war das. Erhöht die Rüstung der Fantastic Four und Namur ist... Keine Ahnung wer. Ich weiß nicht, wer Namur ist. Ich habe noch nie von Namur gehört. Aber er ist ein Marvel-Held und hat wahrscheinlich mit den Fantastic Four zu tun. Vielleicht weiß da wieder jemand mehr. Der kann es gerne in die Kommentare schreiben, weil ich habe gar keinen Plan, wer Namur ist. Ich lese hier zum allerersten Mal von dem. Verprügelt Feinde, kosmisch, Bio und Held. Unterstütze das Ding und die menschliche Fackel, den kennt man natürlich von den Fantastic Four, bei ihren gefährlichen Missionen, die am 10. August beginnen. Das ist sehr schön, ist zwar mitten in der Nacht, aber am 10. August wird diese Eventkampagne starten. Das heißt, wir werden auch vorher wahrscheinlich schon das Update bekommen. Im Laufe der Woche, gehe ich mal davon aus, wird es kommen. Eventvoraussetzungen, und das ist jetzt... ein bisschen kritisch, weil wir können nicht mit jedem Superheld spielen und wir brauchen 80er Jahre Marvel Charaktere. Dieses Merkmal ist nur für begrenzte Zeit verfügbar und wird mit dem nächsten Update veröffentlicht. Also man weiß noch nicht, mit wem man antreten kann. Es müssen 80er Jahre Marvel Helden sein oder Marvel Charaktere. Ich habe keine Ahnung, wie die Jahreszahlen und so aussehen. Ich kann mir vorstellen, dass Spider-Man, der ist ja schon, hat ja schon einige Jahre auf dem Buckel. Kann gut sein, dass der schon in den 80ern da war und unter diesen 80er-Jahre-Helden fällt. Aber schwierig zu sagen. Man kann es auch noch nicht auswählen. Deswegen müssen wir einfach mal abwarten. Das war aber noch nicht alles, denn hier ist Fantastic Four und Namur. Da gibt es nämlich noch eine Mail. Er hier ist Namur, der mit den schwarzen Haaren. Ich kenne ihn nicht, wie gesagt, keine Ahnung. Die anderen sind die Fantastic Four. Aber er hier gehört mit dazu, Namur. Erweitere deine Charaktere um die vielseitigen Kraftpakete, die Fantastic Four. Verprügelt mit dem Ding, er ist also Nahkämpfer. Okay, wird wahrscheinlich auch so, weiß nicht. Also Tank hätte ich ihn jetzt eher eingeschätzt. Der menschlichen Fackel, Fernkämpfer, Mr. Fantastic, Kontrolle-Charakter und der legendären unsichtbaren Beschützerin. In Blitz und der Arena hochrangige Teams. Okay. Wir wissen jetzt also schon mal die ganzen Merkmale. Sie ist die Beschützerin, er ist hier der Kontrollcharakter, Fernkämpfer, Nahkämpfer und Namur, weiß ich noch nicht, steht das hier vielleicht noch? Ja, Nahkampfspezialist. Okay, aber das Ding ist halt auch schon Nahkämpfer, aber ich würde sagen, das Ding ist mehr so ein Hulk, ja, also jemand, der viel einstecken kann. Erweitere die Fantastic Four um den Nahkampfspezialisten Namur und mache sie zu Kriegsfürsten. Okay, das erste Mitglied der Fantastic Four ist unterwegs, also halte nach weiteren Details Ausschau. Das erste Mitglied wird natürlich das Ding sein. Vielleicht kann man sogar schon die Fackel ein bisschen anspielen in der Kampagne, weil da halt steht 2 zum Preis von einem. Weiß ich nicht, kann natürlich auch das Ding mit gemeint sein in seiner normalen und in seiner Ding-Form. Man weiß es nicht.
Auf jeden Fall sehr interessant. Finde ich cool, dass die Fantastic Four endlich mal ins Spiel kommen. War auch allerhöchste Eisenbahn. Auch wenn ich nicht der größte Fantastic Four Fan bin, was auch an den schlechten Filmen liegt wahrscheinlich. Aber trotzdem, ne? Das war's eigentlich schon mit dem Video. Aber damit das nicht komplett so kurz wird, habe ich noch ein kleines Schmankerl vorbereitet. So, kurzer Cut, weil ich musste meine Unterlagen kurz sortieren, die ich mir hier zurechtgelegt habe. Denn es gab ja in Amerika diesen großen, weiß ich nicht, Serie, Kinofilm, Tag hier, diese Deadline, wo neue Serien starten, wo alte Serien aufhören, wo neue Filme angekündigt werden. Und da wurde auch sehr, sehr viel Marvel-Kram angekündigt. In der Zeit, wo ich ein bisschen erzähle, können wir ja etwas Gameplay im Hintergrund laufen lassen. Wir starten mal hier Blitz. Muss ich sowieso ein bisschen spielen. Warum nicht? Vulture-Splitter kann man sich ja ganz gut holen. Wir spielen natürlich hier nicht mit den absoluten Top-Leuten am Anfang, sondern erstmal hier mit der Truppe. Sehr schön. Einfach nur damit, was im Hintergrund läuft. Und dann könnt ihr mir lauschen, denn das Marvel Cinematic Universe Phase 3. Ich kenne mich nicht so mit der Materie aus, aber es endet mit dem Film, oder endete mit dem Film Spider-Man Far From Home. Dieser neueste Spider-Man-Film kam ja im Juli irgendwann ins Kino. Und damit endet dieses Universe Phase 3. Aber an diesem besagten Tag, wo so viel angekündigt wurde und so, wir lassen es mal hier auf Doppelte. Lassen wir Doppelte? Nee, komm, wir machen normale, damit ihr ein bisschen mehr zu sehen. Auch wenn die Grafik nicht so schön ist, aber habe ich ja schon mal gesagt. Aber um nochmal drauf zurückzukommen, es wurden einige neue Filme angekündigt und natürlich wurde Marvel Cinematic Universe Phase 4 eingeläutet und diese Phase startet 2020. Ja, also nicht mehr dieses Jahr, aber nächstes Jahr startet die nächste Phase. Und es wurden schon ein paar Filme angekündigt. Und zwar wird Black Widow einen Kinofilm bekommen, der, glaube ich, auch einfach Black Widow heißen wird und am 20. April ins Kino kommt. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das der deutsche Kinostart ist, aber ich gehe mal davon aus, dass es der deutsche ist. Außerdem werden wir im November 2020 einen Film bekommen, der Eternals heißt. Details darüber weiß ich leider nicht, aber es ist ein Marvel-Film, also geht es auch um Superhelden und sowas. Dann wird es Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings geben. Das ist der erste Kinofilm mit einem asiatischen Hauptdarsteller in einem Marvel-Superhelden-Film. Könnte ziemlich geil werden. Und warum erkläre ich euch das alles? Weil an diesen Tagen, wo die Kinofilme kommen, könnt ihr damit rechnen, dass auch bei Marvel Strike Force irgendwelche Events stattfinden oder irgendwelche Boni stattfinden oder man irgendwas bekommt. Also deswegen merkt euch ein paar der Daten, denn die könnten wichtig sein. Besonders dieses Shang-Chi kann ich mir vorstellen, dass der dann zum Beispiel ins Spiel kommt. Kommt aber erst im Februar 2021, also ist schon noch ein bisschen was hin. Und im Mai 2021 wird es den neuen Doctor Strange in the Multiverse of Madness Kinofilm geben. Außerdem bekommen wir Ende 2021, am 28. Oktober, noch Thor Love and Thunder. Also ein neuer Thor-Film wurde auch bereits bestätigt. Und dann, also 2022 ist schon echt weit weg, aber da wurde, oder da vermutet man, dass Marvel Cinematic Universe Phase 5 eingeläutet wird, und zwar mit Guardians of the Galaxy Volume 3. Es gibt natürlich noch keine Starttermine, außer dass es wahrscheinlich 2022 wird. Ein neuer Blade-Film soll dann kommen, Captain Marvel 2 soll kommen und Black Panther 2 soll kommen. Und nach Phase 5 soll es wohl auch noch einen neuen X-Men-Film und neue Fantastic Four-Filme geben. Ja, das ist aber noch so weit weg, dass man dann nicht unbedingt jetzt rumspekulieren sollte. Aber so viel zu den Filmen, aber es gibt auch neue Serien. Und zwar ganze 5 Marvel-Serien wurden angekündigt. Zum einen haben wir The Falcon and Winter Soldier. Sehr interessant, besonders Leute, die hier Marvel Strike Force spielen, die kennen Falcon und auch den Winter Soldier. Und da wird eine Serie kommen und ich glaube auf Disney Plus laufen oder so, keine Ahnung. Jedenfalls bekommen
Falcon und der Winter Soldier eine, ja, eine eigene Serie spendiert. Finde ich ganz cool. Eine weitere Serie, übrigens im Herbst 2020 läuft die Serie an. WandaVision. Frag mich bitte nicht, was das wieder ist. Es ist aber auch eine Marvel-Serie, die auch auf Disney laufen soll, wie alle Marvel-Serien übrigens, die ich jetzt hier nenne. Alle laufen auf Disney oder Disney Plus oder keine Ahnung, im Frühjahr 2021. Dann wird es ebenfalls im Frühjahr 2021 eine Serie von Loki geben. What If wird im Sommer 2021 anlaufen. Weiß ich auch noch nicht, was das ist. Und was ich sehr, sehr cool finde, was aber erst im Herbst 2021 anlaufen soll, ist, hoppla, hier wollte ich gar nicht hinklicken, ist eine Serie über Hawkeye. Und das finde ich mega geil. Hawkeye kommt ja eh ein bisschen zu kurz, finde ich, in den ganzen Filmen und so. Und deswegen Hawkeye eine eigene Serie, sehr, sehr geil. Man muss halt abwarten, wer die Schauspieler sind, ob sie die Filme als Vorlage nehmen und Hawkeye dann von dem Hawkeye aus Avengers gespielt wird. Weiß ich nicht. Bleibt abzuwarten, wenn der Schauspieler wechselt, dann ist es immer eine schwierige Sache. Das sind auf jeden Fall offiziell bestätigte Meldungen und es gibt vielleicht noch eine Serie über Ghost Rider, weiß man aber noch nicht, über Hellstorm und Howard the Duck, weiß ich nicht, ob man jetzt unbedingt Howard the Duck braucht, aber das sind auch nur Gerüchte und gut, ist ja jetzt nicht was mega geil ist. Howard the Duck ist ja, ich glaube, Howard the Duck, dieses Gerücht gibt es auch schon ewig lange und auch bei Marvel Strike Force gab es mal das Gerücht, dass Howard the Duck kommt. Ich bin eigentlich relativ froh, dass der noch nicht aufgetaucht ist, aber wir haben auch noch ein paar Marvel Filme, die nicht von den Marvel Studios kommen, sondern von anderen Studios produziert werden und da haben wir zuletzt zum Beispiel X-Men Dark Phoenix war so ein Film, der nicht von den Marvel Studios war. Außerdem The New Mutants, ja, wurde jetzt öfter mal verschoben, der Film, und soll angeblich am 22. August dieses Jahr noch kommen. Ich weiß es aber nicht, ja, also New Mutants wurde schon öfter verschoben, deswegen mit Vorsicht genießen. Dann haben wir Gambit, da war 2020 der Kinostart geplant, aber auch hier ist es noch unklar, ob der Termin eingehalten wird. Morbius gibt es noch, da soll der US-Kinostart am 31. Juli 2020 stattfinden. Venom 2 soll in Amerika am 2. Oktober nächstes Jahr über die Leinwand flimmern. Dann haben wir ein Sequel zu Spider-Man, A New Universe. Gibt noch gar keinen Termin dazu. Und ein Spin-Off zu Spider-Man, A New Universe. Also auch Spider-Man-Fans werden bald wieder auf ihre Kosten kommen. Aber alles noch ohne Termin. Außerdem hat Sony, die ja exklusive Rechte an Spider-Man besitzen, deswegen auch dieses Exklusivspiel für die PlayStation 4, was da kam. Und Sony hat da vielleicht noch was von Spider-Man in Planung. Man weiß nicht, ob es eine Serie sein soll. Ich würde mal eher sagen nein, weil Sony jetzt nicht unbedingt bekannt ist für Serien. Aber ein neuer Spider-Man-Film von den Sony Studios kann durchaus noch kommen. Und ansonsten, ja, das war's eigentlich. Also es werden eine Menge Filme kommen, eine Menge Serien. Und ich erwähne es eigentlich auch nur deswegen, weil wir dann auch bei Strike Force mit Sicherheit was erwarten können. Und ja, ansonsten bleibt mir eigentlich nichts zu sagen. Wir machen den Kampf hier mal ein bisschen schneller. Auch wenn es, ja, soundtechnisch dann nicht so geil klingt. Und dann würde ich mich verabschieden. Wir werden uns auf jeden Fall in Kürze schon wiedersehen, wenn das Fantastic Four Update rauskommt. Und ja, mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Wir gucken mal. Ich denke mal, das dürfte jetzt hier kein Problem für die Kree werden. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so von den Filmen haltet. Guckt ihr überhaupt die Filme? Oder spielt ihr einfach nur Strike Force? Gibt's ja auch, dass euch die Filme vielleicht gar nicht interessieren. Ich gucke mir viele Superheldenfilme an. Ich habe aber auch viele noch nicht gesehen. Thor zum Beispiel habe ich noch nie einen Film von gesehen. Müsste ich vielleicht mal nachholen. Aber das Thor-Universum, das interessiert mich einfach nicht so krass. Ja, Avengers natürlich habe ich alle gesehen. Spider-Man, bis auf den neuen habe ich alle gesehen.
Aber ja, ihr könnt mir gerne immer in die Kommentare schreiben, wie ihr die Kinofilme so findet, ob ihr die Serien guckt oder was ist eigentlich euer Lieblingskinofilm oder euer Lieblings-Superheldenfilm oder Superhelden-Serie. Gerne mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Rinje hauen, bis zum nächsten Mal.